Hallo zusammen oder Aloi. Aloi. Die Geheimagenten könnten jetzt in der Spiegelung meiner Brille erkennen, wo ich mich aufhalte. Das ist ja nicht zu glauben. Da latschen gerade zwei Rehe vorbei. Das ist doch mal so eine Abwechslung, dass ich denke, ich zeige das einmal. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt. Aber wo rennt ihr denn jetzt hin? So, entschuldigen Sie bitte diesen kleinen Exkurs, aber oh, aha, das musste ich mal gerade festhalten. Soll ich jetzt eine Minute wie Mickey Maus lesen? Nee, mache ich nicht. Durch meine Dichtungen hast du dir schon ein Monumentum gesetzt, das nicht nur siebenmal, sondern dreimal siebenmal größer ist als die Pyramide des Cheops, erwiderte Petronius. Durch deine Gesänge soll dir eine Bildsäule gleich jener des Memnon aufgesetzt werden, auf das auch deine Stimme beim Aufgang der Sonne erschalle. Die benachbarten Meere Ägyptens werden in alle Ewigkeit von Schiffen wimmeln, worauf Scharen von Menschen aus den drei Weltteilen die Hymnen deiner Säulen lauschen werden. Doch wer vermöchte dies zu tun? Fragte Nero. Du kannst Befehl geben, dass man dich als Quadriga-Lenker in Basalt aushaue. Ja, du hast recht, das werde ich tun. Damit mache ich der Welt ein Geschenk. In Ägypten vermähle ich mich mit Luna, die jetzt Witwe ist. Dann bin ich in der Tat ein Gott. Und uns gibst du die Sterne zu Weibern. Wir werden schaffen eine neue Konstellation, die den Namen Nero führen soll. Den Vitellius magst du mit dem Nil verheiraten, damit sie ein Nilpferdgeschlecht erzeugen. Den Tigellinus schenke die Wüste und die Königswürde über die Schakale. Und was bestimmst du für mich? Fragte Vatinius. Für die herrlichen Spiele in Beneventum soll dich Apis segnen, und der Sphinx darfst du ein paar Schuhe anfertigen, damit nicht ihre Tatzen in der nächtlichen Kühle erstarren, und Sandalen für die Kolosse, die die Alleen zu den Tempeln schmücken. Domitius After soll Schatzmeister werden, wegen seiner Ehrenhaftigkeit, und ich bin unglücklich, dass du, Göttlicher, die Reise verschoben hast. Nero aber erwiderte, ich musste dies tun, denn Vesta selbst flüsterte mir ins Ohr, verschiebe die Reise. Dies geschah so unerwartet, dass ich tief erschrak und zu Boden gesunken wäre, wenn mich nicht jemand gestützt hätte. Wer war dies? Ich, antwortete Vinicius. Ah, du grimmiger Ares, warum warst du denn nicht in Beneventum? Ich hörte, du seist krank gewesen. Ist es wahr, Kroton habe dich ermorden wollen? So ist es.
Ein Barbar, der stärker war als Kroton, kam mir zu Hilfe. Stärker als Kroton? Nicht möglich. Kroton war der stärkste aller Menschen und jetzt ist Syphax aus Äthiopien der stärkste. Ich sage dir, Cäsar, was ich mit meinen Augen sah. Wo ist dieser Mann? Ich weiß nicht, Cäsar. Ich verlor diesen Riesen aus den Augen und wegen meiner Krankheit konnte ich nicht nach ihm forschen. Bemühe dich, ihn für mich ausfindig zu machen. Das werde ich tun, rief Tigellinus dazwischen. Wie steht es denn mit jenem Mädchen, das ich dir schenkte? Fuhr Nero weiter fort. Vinicius geriet in Verwirrung, aber Petronius kam ihm zu Hilfe. Ich gehe eine Wette ein, Herr, dass er sie bereits vergessen hat. Siehst du seine Verwirrung? Strafe ihn dafür, indem du ihn nicht zum Feste bittest. Dass Tigellinus zu deinen Ehren an den Thermen Agrippas gehen will. Nein, das tue ich nicht. Ich muss mich dankbar zeigen, dass er mich im Tempel der Vesta gestützt hat. Ich setze auch noch das Vertrauen in Tigellinus, dass es dort an Scharen von Schönheiten nicht mangeln wird. Wie wollten die Grazien fehlen, wenn am Amor anwesend ist, entgegnete Tigellinus. Langeweile quält mich, sagte Nero. Ich bin dem Willen der Götter folgend in Rom geblieben, aber ich mag die Stadt nicht leiden. Ich werde nach Anzium zu gehen, damit in diesen engen Straßen und Gassen unter den einsturzdrohenden Häusern nicht ersticke. Die ungesunde Luft selbst dringt in meinen Palast und meinen Garten. Oder dass ein Erdbeben Rom zerstöre, dass ein entzürnter Gott die Stadt dem Erdboden gleichmachte. Ich wollte dann zeigen, wie eine Stadt werden soll, die der Mittelpunkt der Welt und meine Residenz ist. Cäsar, fragte Tigellinus, sagst du nicht, dass doch ein entzürnter Gott Rom zerstören möchte? Ja, und was dann? Nun, bist du nicht selbst ein Gott? Nero machte eine Handbewegung, die seinen Überdruss erkennen ließ und sagte, wir werden uns deine Veranstaltungen am Teiche der Agrippa betrachten. Dann gehe ich nach Anzium. Ihr seid alle kleinlich, darum versteht ihr nicht, dass ich es unendlich großen bedarf. Er schloss die Augen zum Zeichen, dass er Ruhe bedürfe, und die Anwesenden zogen sich zurück. Petronius wandte sich zu Vinicius und sagte, du bist also eingeladen, an dem Vergnügen teilzunehmen. Feuerbart hat die Reise aufgegeben, aber er wird verrückter als je. Versuch auch du, in dieser Verrücktheit Unterhaltung und Vergessen zu finden. Wohl, wir haben die Welt besiegt und darum ein Recht, uns zu freuen. Bei der Diana von Ephesus könntest du doch deine zusammengezogenen Brauen und dein Gesicht sehen, das so sehr das Blut der alten Römer verrät. Jeder andere in deiner Nähe gleicht nur einem Freigelassenen. Wahrhaftig, wäre nicht jene Religion, Lygia wäre heute in deinem Hause. Versuch mir noch einmal zu beweisen, dass die Christen nicht Feinde des Lebens und der Menschheit sind. Sie haben gut gegen dich gehandelt, du magst ihnen dafür dankbar sein, aber ich an deiner Stelle würde anderswo mein Vergnügen suchen. Du bist ein hübscher Junge und Rom ist voll von geschiedenen Frauen. Mich wundert, dass dich nichts quält. Wer sagt dir denn, dass mich nichts quält? Ich leide beständig, aber ich bin nicht in deinen Jahren. Zudem hänge ich an Dingen, für die du keinen Sinn hast. Ich liebe die Bücher, die dir gleichgültig sind. Ich liebe die Poesie, die dich langweilt. Ich liebe Töpferarbeiten, Edelsteine und viele andere Dinge, die du nicht anschaust. Und endlich habe ich Eunice gefunden, die ihresgleichen sucht. Ich fühle mich in meinem Hause unter Meisterwerken wohl. Doch aus dir wird niemals ein Mann von ästhetischem Sinn. Dass mir das Leben nichts Besseres bieten kann, als ich nicht bereits gefunden habe, dessen bin ich gewiss. Du aber erkennst es selbst nicht an, dass du noch immer hoffen und suchen kannst. Wenn der Tod an dich herantritt, wirst du trotz deinem Mut auf der einen und deinem Gram auf der anderen Seite darüber erstaunt sein, die Welt verlassen zu müssen. Ich aber werde den Tod als eine Notwendigkeit hinnehmen, mit der Gewissheit, dass mir das Leben nichts bieten konnte, was ich nicht genossen hätte. Ich eile nicht und zögere nicht. Ich werde jedoch versuchen, bis ans Ende fröhlich zu sein. Es gibt heitere Skeptiker auf der Welt, die Stoiker gelten mir als die Toren. Aber Stoizismus gemäßigt wenigstens die Leiden, während deine Christen Traurigkeiten in die Welt bringen. Weißt du, was ich erfahren habe? Während der von Tigellinus veranstalteten Festlichkeiten am Teiche des Agrippa werden Frauen und Töchter aus den ersten Häusern Roms selbst vestalische Jungfrauen zugegen sein. Es wird doch bunt zugehen. So ist unser Cäsarentum. Vinicius blickte vor sich hin wie ein Mensch, der stets nur von einem Gedanken erfüllt ist. Mich kann dies alles nicht reizen.
Und wer hätte dich so verändert, wenn nicht die Christen, Leute, deren Standarte das Kreuz ist? Griechenland war schön und schuf die Weisheit. Wir erzeugten die Macht. Und womit kann die christliche Lehre deine Gedanken bereichern, wenn du es weißt? So erkläre dich dann bei Pollux, ich kann es nicht ahnen. Du fürchtest, wie es scheint, dass ich am Ende noch ein Christ werde, sagte Vinicius achselzuckend. Ich fürchte, dass du das Leben selbst zerstörst. Kannst du kein Grieche sein, so wie ein Römer? Genieße und freue dich. Unsere Torheiten haben eine gewisse Berechtigung. Sie wecken den Sinn für das Individuelle. So verachte ich den Feuerbart, weil er ein griechischer Komiker ist. Würde er sich für einen Römer halten, so müsste ich anerkennen, dass er ein Recht besitzt, sich dem Wahnwitz zu erlauben. Versprich mir aber, dass du mit deinen Christen, die dich gepflegt haben, Grüße ausrichtest. Auf Wiedersehen am Teiche der Agrippa.